Ja, hallo und herzlich willkommen bei Taktgefühl. Wir haben ein bisschen anderes Video für euch, denn wir wollen euch heute einmal den Weg von einem Ausbildungspferd ein bisschen begleiten. Das hat sich im Endeffekt sehr spontan ergeben. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass Sid uns verlassen hat. Falls nicht, könnt ihr das gerne hier oben nochmal schauen. Und dann war ja im Endeffekt Tanos Box frei und wir brauchten einen Boxenpartner. Und dadurch, dass Tano und ich in 2 Monaten auch hier für ein paar Wochen nicht da sind, hat es sich nicht so richtig gelohnt, jemanden komplett für Langzeit quasi zu suchen, weil der dann wieder längere Zeit allein gestanden hätte etc. Und deswegen hat es sich dann so ergeben, dass Gandalf, ein kleiner Isländer, für 2 Monate zur Ausbildung gekommen ist. Gandalf ist 6 Jahre alt und schon seit er ein halbes Jahr ist bei den Besitzern. Die haben aber bisher noch nicht so viel mit ihm machen können. Und dementsprechend hat er 5,5 Jahre nicht wirklich viel gemacht. Er kannte natürlich Menschen und hatte keine Angst vor denen, kannte den Menschen Kontakt, kannte einen Halfter etc. Aber er hat halt nie Führtraining oder sonst was gemacht. Und das ist im Endeffekt nachher auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil er dann angefangen hat, Probleme zu machen, beispielsweise beim auf die Wiese führen, dass er dann gestiegen ist oder seinen Menschen abgedrängt hat und ja, einfach da sehr wusste, wie er sich durchsetzen kann und wusste, wie stark er auch wirklich ist. Deswegen ist er im Endeffekt gekommen. Mit der Aussicht zu schauen, wie weit wir einfach mit ihm kommen. Das Ziel war so ein bisschen, dass man mit ihm schön in den Wald kann, eventuell auch geritten. Aber man muss natürlich einfach bedenken, dass 2 Monate eine mega kurze Zeit in der Ausbildung von einem Pferd sind. Genau, das heißt, wir haben uns so ein bisschen einfach auf uns zukommen lassen, was so in der Zeit passiert. Ich habe ja eigentlich dauerhaft mit ihm gearbeitet. Mona hat die freie Zeit nach Sid viel genutzt und war unterwegs. Und ja, deswegen gibt es leider auch von der ganz Anfangszeit nicht so viele Aufnahmen, weil Mona da eben weg war. Aber genau, wir wollen euch heute seinen Ausbildungsweg mal so ein bisschen beschreiben, weil das tatsächlich anders war, als wir das erwartet hatten. Und wir haben Gandalf also abgeholt am gleichen Tag, als Sid gegangen ist. Das heißt, Mona war da zum Glück im Nachhinein noch dabei, denn ja, die Abholung war schon sehr spektakulär. Wir sind hingefahren, das Einladen war gar kein Problem, das hat er super toll gemacht. Und schon nach so ein paar Minuten Fahrt haben wir aber in der Kamera gesehen, dass er angefangen hat, über diese Bruststange rüber zu steigen und hang dann quasi so ein bisschen auf der Bruststange, bis ich dann aber angehalten hatte, am Straßenrand war, Mona ausgestiegen war und schauen konnte, war er schon wieder unten. So, dann waren wir so ein bisschen vorsichtig. Man muss dazu sagen, mein Hänger hat eine Pony-Einstellung, das heißt, er war eigentlich adäquat gesichert. Wir haben die Stange dann aber noch mal ein Stückchen nach vorne gesetzt, dass er so ein bisschen weniger Platz hat, um eben über die vordere Stange zu steigen. Und haben ihn nochmal enger angebunden, in der Hoffnung, dass er das dann eher nicht macht. Ja, das hat nicht lang funktioniert. Er hat das dann noch 2 oder 3 Mal gemacht, ist aber jedes Mal quasi selbst runtergekommen, bis wir quasi am Hänger waren und die Tür aufgemacht hatten, war er schon wieder unten und stand im Hänger und hat uns angeschaut nach dem Motto, ist was? genau, also da haben wir schon gemerkt, irgendwie ist es ein bisschen schwierig mit dem Hängerfahren. Er hat außerdem die ganze Zeit mit dem Vorderbein so ausgeschlagen und ich habe irgendwann gedacht, boah, gleich macht er mir ein Loch in meine Sattelkammer rein, die ja vorne quasi ist. Ja, als wir dann eine halbe Stunde später auf der großen Schnellstraße durchs Fenn waren, hat er das tatsächlich nochmal gemacht und dann hang er leider so doof über der Stange und mit dem Vorderbein im Heunetz, dass er da alleine nicht mehr rausgekommen ist. Das heißt, wir haben dann am Rand angehalten, aber es war halt eine große Schnellstraße und ja, haben versucht, dieses Pony da wieder rauszumanövrieren. Das Netz hatten wir zum Glück aufbekommen, weil so ein Isländer ja nicht so schwer ist. Ich habe das mit einem Karabiner zu, aber wir konnten das dann quasi ein bisschen zusammenziehen, Karabiner aufmachen, war kein Problem. Und dann haben wir zu zweit versucht, dieses Pony zurückzudrücken, dass er irgendwie, weil er mit dem Ellbogen auch über der Stange hängt und einen Fuß in so einem Futtertrog von der Sattelkammer drin, war ein bisschen unspaßig. Wir hatten ihn nachher unten, aber er hang noch im Heunetz. Dann mussten wir das Heunetz noch zerschneiden, weil Hufe geben etc. kannte er noch nicht wirklich und war dann im Hänger auch wirklich nicht in der Lage, auf dem touchierenden Bein zu heben. Und ja, dann haben wir überlegt, was wir machen und haben uns im Endeffekt dazu entschieden, nicht einen Tierarzt zu rufen, weil wir hatten samstagsabends um 7 Uhr und der hätte auch noch mal mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht eine Stunde, wenn er sofort losgefahren wäre, da mitten in die Pampa, sage ich jetzt mal, gebraucht. Deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, dass Mona bei ihm hinten drin bleibt. Ich bin dann ganz langsam mit Warnblinkanlage gefahren und Mona konnte quasi unterbinden, dass er überhaupt anfängt zu steigen, indem sie dann ihn ermahnt und am Halfter hält.
Ja, er ist dann gesund hier angekommen. Wir waren alle so ein bisschen fertig mit den Nerven, aber mit Tano hat er sich wirklich gut verstanden. Man hat aber schnell gesehen, dass er ein sehr selbstständiges Pferd ist, was seine Umgebung angeht. Also er war überhaupt nicht unsicher, er ist sofort über die ganze Wiese, hat den ganzen Zaun abgegangen, war direkt für sich alleine irgendwo hinten, hat sich sehr wenig an Tano aufgehalten und ist uns auch ich glaube, am gleichen Abend ist er mich noch einmal umgelaufen, weil er beschlossen hat, er geht jetzt aus der Box raus, wo ich da stand. Da haben wir schon gemerkt, was so ein bisschen auf uns zukommt. In der ersten Woche ging es dann viel darum, eben natürlich das normale Führtraining zu etablieren, aber auch alltägliche Sachen wie das Hufegeben zu üben, weil relativ schnell ein Hufbearbeiter auch kommen sollte, weil seine Hufe tatsächlich einfach sehr lang nicht gemacht worden waren. Und das heißt, wir haben viel Hufegeben geübt, wir haben viel Putzen und Einsprühen mit Fliegenspray geübt, weil hier einfach Fliegensaison ist und es sonst ein bisschen sehr nervig ist. Ja, und beim Führtraining ist er in der ersten Woche tatsächlich einige Male auch gestiegen und man hat schnell gemerkt, dass er einfach gar nicht das Verständnis davon hat, dass er Dinge machen muss, auch wenn er die gerade nicht mag. Also gestiegen ist er besonders in den Momenten, wo man ihn rückwärts schicken wollte, er das nicht mochte, oder wo man die Vorhand verschieben wollte und er quasi einen Platz machen musste und er das nicht wollte. Also das waren diese Momente. Ich muss aber sagen, das hat sich relativ schnell erledigt. Also er hat das in den ersten 2, 3 Tagen immer mal wieder versucht. Das war aber wirklich schnell danach gegessen und seitdem ist er auch nicht mehr gestiegen. Deswegen gibt es leider im Nachhinein auch keine Aufnahmen davon, wie er so am Anfang drauf war. Ja, weil wie gesagt, Mona war dann in Urlaub und nochmal reproduziert bekommen habe ich es nicht und wollte es auch nicht. Das heißt, im Führtraining hat er wirklich sehr schnell Fortschritte gemacht. Er war sehr schnell mit im Wald spazieren, das war gar kein Problem. Man musste aber halt nach wie vor sehr konsequent mit ihm sein, dass er nicht überholen darf. Aber dann haben wir schnell gemerkt, dass er ein sehr motiviertes Pferd ist, der sich immer freut, mit einem zu arbeiten. Also er stand immer da und war so, mach auch was mit mir, mach auch was mit mir, wenn ich mit Tano was gemacht habe und Tano rausgeholt habe. Und er war also immer wirklich sehr motiviert. Das hat auf jeden Fall sehr viel Freude gebracht, dann mit ihm zu arbeiten. Genau, und dadurch, dass das Führtraining relativ schnell erstmal im ersten Schritt abgehakt war, natürlich ist das was, wo man konsequent dranbleiben muss, dass sich da nicht wieder ja, Dinge einschleichen, konnten wir dann tatsächlich schon weitergehen in seiner Ausbildung. Das heißt, wir haben angefangen, das Longieren dazu zu nehmen, im Endeffekt aus dem Führtraining eben immer was mehr Abstand dazwischen zu bringen. Das hat er sehr schnell und sehr gut verstanden. Der Trab an der Longe war dann tatsächlich ein bisschen schwierig. Also ich muss dazu sagen, Gandalf ist, würde ich sagen, Fünfgänger, hat aber eigentlich einen relativ stabilen Trab. Von daher, gangtechnisch habe ich da einfach so ein bisschen mich nicht dran aufgehalten, was er für einen zweiten Gang macht, weil das zu 99% eh der Trab war. Und das erfahrungsgemäß bei den Isländern auch einfach kommt mit mehr Gymnastizierung und Balance und nicht so viel bringt dann an der Longe da, ja, sehr den Fokus drauf zu legen. Da hat er dann aber schnell angefangen, beim Antraben, dass er da irgendwie in seinem Kopf dachte, das ist mir zu viel Druck und angefangen hat, nach außen zu ziehen an der Longe und sich wirklich einfach nach außen abzuwenden und mit sehr viel Kraft zu ziehen. Und da ist uns dann sehr bewusst geworden, mit ihm darf man sich nicht streiten. Wir hatten eine Einheit, wo ich versucht habe, das in dem ja, Wegziehen quasi zu korrigieren, ihn rumzuziehen, ihn wieder weiterzuschicken. Das hat nicht wirklich viel gebracht. Was dann aber die Lösung war, war einfach einen Schritt zurückgehen,
mit ihm nochmal nebenher traben, aus dem Führtraining quasi, dann wieder Abstand dazwischen zu bringen, das dann nochmal anzufragen und wirklich immer da einen Schritt zurückgehen. Und das hat sich auch beim Reiten bewährt. Gandalf ist nämlich wirklich ein Pferd, der zumacht, sobald man anfängt, sich mit ihm zu streiten und irgendwie da irgendwas noch durchboxen zu wollen, wenn man sagt, du kannst das doch eigentlich, mach das jetzt. Gar keine Chance. Man muss da einmal sagen, okay, wir fahren Gang zurück, wir machen das, wir arbeiten das nochmal zusammen. Was aber differenziert werden muss zu einem zurechtweisen, wenn er respektlos wird. Also da kann man ihm schon sagen, hör mal jetzt zurück, Freund. Und auch wenn er das nicht möchte, macht er das dann. Da macht er jetzt nicht mehr so viel zu. Aber wenn er irgendwelche neuen Sachen hat, die er lernt und dann denkt, oh Gott, kann ich noch nicht, kann ich noch nicht, dann bringt es da gar nichts zu sagen, doch kannst du, mach jetzt, sondern dann muss man eben einen Schritt zurückgehen bei ihm. Das war auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten, weil ich das noch nie so extrem bei einem Pferd hatte, dass man da wirklich, sobald man in eine Art Diskussion kommt, macht er halt komplett zu. Da war ich am Anfang auch sehr am Hadern mit mir, wie sehr ich möchte, dass er trotzdem quasi lernt, dass man manchmal Dinge machen muss, die man nicht machen möchte. Aber ja, im Endeffekt glaube ich, kann er ganz gut unterscheiden. Dinge, die er einmal gelernt hat, kann man auch sagen, doch, jetzt komm, möchte ich jetzt wirklich haben. Genau. Das ist also, das Longieren war dann im Endeffekt gegessen. Wir haben auch immer wieder Stangen dazu genommen. Das war am Anfang ein bisschen schwer für ihn, aber nach dem anfänglichen Verständnis quasi, worum es bei den Stangen geht, hat er das sehr, sehr schön gemacht. Und ja, da war ich auch immer beeindruckt, wie gut er über die Stangen wirklich seine kleinen Beinchen koordiniert bekommen hat. Genau, und hat das wirklich schön gemacht. Gandalf war eher ein sehr unerschrockenes Pferd, also er war von Anfang an komplett okay mit Straßenverkehr, das war überhaupt kein Ding für ihn, da hat er nicht mal mit dem Ohr gezuckt, wenn ein LKW an ihm vorbeigefahren ist. Dementsprechend, wie erwartet, eigentlich das Pad auch nicht, das hat ihn gar nicht gestört. Wir haben dann mit dem Reitergewicht angefangen, auch da war es wirklich kein großes Ding für ihn, dass da jemand drauf sitzt, solange noch von unten geführt worden ist. Also wir haben das natürlich mit einer Führperson angefangen.
Dann war ich das erste Mal alleine mit ihm, dass ihn niemand geführt hat, im Wald, wo aber noch Menschen zu Fuß mit waren, die ihn hätten zur Not führen können, damit er so ein bisschen einen Weg vor sich hat und weiß, wo er hin muss. Und das hat er sehr, sehr schön gemacht. Das nächste Mal auf dem Platz war dann tatsächlich ein bisschen schwierig, weil er dann irgendwie wieder vergessen hatte, dass man vorwärts gehen kann. Und dann saß ich tatsächlich einfach nur auf ihn drauf und habe ihn immer gelobt, wenn er ein bisschen vorwärts geht, weil er dann sehr die Idee von Stehenbleiben und Rückwärtsgehen hatte. Aber schon in der nächsten Einheit war das dann viel flüssiger und in der dritten Einheit war es eigentlich schon wieder okay für ihn und dann konnte ich ihn gut anreiten und er ist auch flüssig durchgegangen. Denn in der zweiten Einheit hat er dann immer noch wieder angefragt, ob er nicht doch stehen bleiben kann, nachdem er so ein paar Schritte gegangen ist. Aber ja, das hat er wirklich super schnell gelernt. Den ja, Trab haben wir dann an der Longe dazu genommen, nochmal, dass mich jemand longiert hat. Auch das war natürlich balancetechnisch am Anfang ein bisschen komisch für ihn, aber kein großes Problem. Das hat er wirklich super gemacht. Und ich habe dann Stück für Stück mit ihm auch die Zügelhilfen etc. erarbeitet fürs Lenken. Das hatten wir natürlich vorher schon in der Handarbeit ein bisschen gemacht, dass er das von unten kennt, aber das ist natürlich nochmal was anderes, weil er ja von unten meine Körpersprache trotzdem mitsieht. Das hat er also super gemacht. Ich habe immer einen Fokus darauf gelegt, dass er sich gut anhalten lässt. Das war aber im Endeffekt auch von Anfang an kein Problem. Ich habe das also eigentlich nur bestärkt, dass er das gut auf meine quasi Ausatmen und Stimmkommando sowie mein Becken abkippen macht. Das war wirklich gar kein Problem. Dann sind wir das erste Mal im Wald mit Trab gewesen und da hat er festgestellt, dass er das super lustig findet, weiter zu traben. Da ist er dann auch sogar ein paar Sprünge galoppiert, ohne dass ich ihm das gesagt habe. Und ja, hatte ein bisschen zu sehr Spaß daran, vorwärts zu laufen. Das hat mich natürlich einerseits gefreut, andererseits habe ich dann gegen Ende des Ausritts, wo er immer mehr ja, confident damit geworden ist, dann auch zu traben, hat er immer wieder von selbst angefangen anzutraben. Ich musste ihn immer wieder durchparieren und da habe ich gemerkt, okay, wir müssen die Bremse tatsächlich noch ein bisschen genauer etablieren, dass er auch wirklich dann darauf reagiert und man nicht in so ein Festziehen kommt. Das war aber tatsächlich ein bisschen problematisch, weil auf dem Platz war das kein Ding. Auf dem Platz musste ich aus dem Trab einmal tief ausatmen und er war wieder im Schritt. Das heißt, ich habe mich dann ein bisschen auf den Wald fokussiert. Das war ja auch im Endeffekt das Ziel der Besitzer, dass er sich im Wald auch dann vielleicht reiten lässt. Und ich war dann mit einer Freundin ausreiten, mit dem zweiten Pferd. Das war am Anfang auch ein bisschen schwierig für ihn, weil er sehr ja, zügig sein wollte, vorne sein wollte. Das ist aber innerhalb des einen Ausritts hatte er da so eine
große Lernkurve drin, dass er wirklich durchparieren konnte. Und ich habe dann viel immer wieder angehalten, wenn er angefangen hat, so ein bisschen loszustrotzen. Habe ihm Leckerli gegeben, wenn er stand. Und ja, das gegen Ende des Asrots war schon gar kein Problem mehr, auch dann aus dem Trab durchzuparieren, wenn das andere Pferd weiter trabt. Genau, das ist also wirklich bei Gandalf sehr eine Sache des einmal Verstehens und dann ist das auch bei ihm etabliert irgendwie. Genau, wir hatten dann jetzt zuletzt auch noch einen super schönen Ausritt, wo er dann auch den Galopp mehr dazu genommen hat. Der ist für ihn, ich würde sagen, isländerbedingt einfach noch super schwer. Auf dem Platz hat man an der Longe ab und an mal so zwei, drei Sprünge und dann fällt er in so einen Pass oder Schweinepass oder ja, dann sind auf jeden Fall die Beine durcheinander. Und im Wald war das am Anfang auch so, dass er so ein paar Sprünge geschafft hat und danach wusste er nicht mehr, wie es mit seinen Beinen weitergeht. Das war jetzt aber zuletzt wirklich im Wald schon viel besser, dass er immer wieder von sich aus das angeboten hat, wenn wir galoppieren wollten, dass er dann auch die Sprünge wirklich angeboten hat. Und wenn er mal durcheinander gekommen ist, hat er zwar ein paar Passtritte gemacht, dann konnte man ihn aber zurückholen in den Trab und wieder neu angaloppieren. Das war gar kein Problem mehr. Jetzt ist unsere Zeit tatsächlich auch eigentlich schon wieder vorbei. Denn ja, wie ich anfangs gesagt habe, 2 Monate sind irgendwie sehr, sehr wenig in der Pferdeausbildung und Gandalf hat viel, viel, viel mehr gelernt, als wir gedacht hätten. Und ja, hat sich super mit Tano verstanden und jetzt am Wochenende machen wir tatsächlich noch mal eine kleine Wanderung mit ihm über mehrere Tage, wo wir in die Eifel fahren und Tano auch mitnehmen. Dann muss er nämlich nicht die 1,5 Stunden wieder alleine fahren. Das Hängerfahren haben wir zwar zwischendurch auch geübt, er ist auch noch mal alleine gefahren. Mit anderem Pferd ist es aber doch deutlich entspannter für ihn und deswegen ja, machen wir dann noch 3 Tage Wanderung und dann bleibt er wieder in der Eifel und genau, kann mit seiner Besitzerin weiterarbeiten. Ja, also abschließend war es eine sehr, sehr spannende Zeit mit Gandalf. Ich war sehr froh, dass ich das machen konnte. Und ja, er hat einfach mehr gelernt, als ich gedacht habe. Und ich habe auch sehr viel von ihm gelernt. Und ja, das war auf jeden Fall insgesamt sehr schön. Und auch wenn es ein bisschen traurig ist, ihn wieder zurückzugeben, ist es, glaube ich, sehr gut. Und er hat jetzt einen sehr guten Start in sein Reitpferde- und Arbeitspferdeleben. Und eine soweit solide Basis, auf der man aufbauen kann und auf dem auch er mit seiner Besitzerin dann aufbauen kann. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung als Ausbildungspferd. Und das ist nicht ganz ausgeschlossen, dass nochmal ein Ausbildungspferd kommt. Aber in nächster Zeit geht es für Tano und mich erstmal auf Abenteuer. Wir sind nämlich 2-mal einen ganzen Monat am Stück weg. Und wenn ihr das miterleben wollt und nicht verpassen wollt, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Wir nehmen euch da auf jeden Fall mit. Es geht für uns ein bisschen mehr in die Reitkunstrichtung. Und ja, seid gespannt, was wir da so erleben. Wir sind auch schon sehr gespannt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!